Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Aquamarine halten. Okay. Ende. So, das wollte ich mal kurz zeigen. Man sieht da Jacks Leuchtturm. Der Leuchtturm da. Das ist Jacks Leuchtturm. Noch etwas Interessantes hier. Da hinten sehen wir auch das Zelt von dem Fischerlager, von das uns gerade Farim erzählt hat. Und da zu diesem gesunkenen Schiff kann man schwimmen und auf diese Insel kann man auch schwimmen. Das werden wir alles noch machen. Hier haben wir Feldknöterig. Aber zuallererst gehen wir jetzt mal hier hinten und schauen uns mal das Schiff an von dem Paladin. Das sieht nämlich sehr beeindruckend aus. Seid ihr bereit, es zu sehen, Leute? Ich finde es sehr beeindruckend. Für Inos. Und die Musik dabei. Fischsuppe. Wein. Fisch. Aber wir können das übrigens nicht betreten. Die Wachen lassen uns nicht durch. Die Wachen da oben. Das kann ich schon mal sagen. Und noch ein Fisch. Oh, da ist ein Varan. Da. Mit dem legen wir uns noch nicht an. Der ist noch wesentlich zu stark. Dann überlege ich gerade. Da ist noch ein Fisch. So. Oh, noch zwei Fische. Schon mit Fliegen dran. So, dann legen wir es hier mal eben schlafen. Das ist ein Bett, soweit ich weiß. Jo. Ha, wie arm. Einer von dem Lied schläft in so einer Fischerbehausung. So. Gut, das Schiff werden wir uns später auch nochmal genauer ansehen. Erstmal muss diese Aussicht reichen. Ich finde, das Schiff ist sehr gut gelungen. Aber okay. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu Laris. So. Irgendwann musste es so. Jo, irgendwann musste es soweit kommen. So. Speichern wir an dieser Stelle nochmal. Und reden mit Laris. Hi. Hey. Ich habe mit Baltram gesprochen. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Ich vermute, du kannst ihn gut brauchen, bis du deinen eigenen bekommst. Okay. Okay, lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Gut, Laris, ich folge dir. Es war's doch inzwischen. So, jetzt haben wir nämlich einen schönen kleinen Rundgang um die Insel, sag ich mal. Denn wir folgen ihm jetzt wirklich ein richtiges Stück. Er hat ja gesagt, ich muss es über die halbe Insel bringen. Und das stimmt auch. Wir werden ihm jetzt einen richtig langen Weg lang folgen. Aber ihr werdet es schon selber sehen. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein So, es fängt an zu regnen. Das darfst du keinem erzählen. Er redet einfach zu viel. So. Und das Gute ist, Laris erschlägt jetzt für uns die ganzen Tiere und wir erhalten die Erfahrung dafür. Werdet ihr jetzt gleich anhand von Wölfen sehen. Oh, Dunkelpilz. Dunkelpilz, Dunkelpilz. Danke. Fleisch und Fell.
Danke, Fleisch und Fell. Hier haben wir wieder eine Feuerwurzel. Heilwurzel. Fleisch. Fleisch. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Ja, das war der Anführer der Magier im neuen Lager in Gothic 1. Sicher. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Okay. Lass uns weitergehen, wegen der verschwundenen Leute. Ja, lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Natürlich. Sehr schön, die Rüstung für dich, übrigens. So. Ein Goblin. Mit dem würden wir auch fertig werden. Oh, hier haben wir noch einige Pflanzen. Buddler, Fleisch, Dunkelpilz und eine Heilpflanze. Sehr schön. Geradeaus oder links hoch? Geradeaus, okay. Oh, ein Wolf. Wieder Fleisch und Fell. Okay, hier sehen wir, hat ein Kampf stattgefunden. Nichts zu holen. Eine Zange, ein Pfeil, Blut, noch ein Pfeil, Gold, Pfeil, 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 Gold. Gold, eine Pfanne, Gold, Pfeil. Pfeil, zerkratzte silberne Schale, ein Hammer, noch ganz viele Pfeile. Ein Wolfszahn. Kautstampfer, Gold, Gold, da lag auch noch Gold. Okay, so. Okay, hier sitzt ein Mann, Erol, reden wir mal mit ihm. Was ist los? Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Okay, was ist passiert? Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Okay. Was waren das für Kerle? Was waren das für Kerle? Die Banditen. Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen.
Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Ah, zu spät. Der Kram da unter der Brücke gehört dir. Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich hab da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine 3 Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Okay, Steintafeln? Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Okay. Was will ein Wassermagier damit? Was will ein Wassermagier damit? Er sagte, er wolle sie studieren und hat mich beauftragt, ihm mehr davon zu bringen. Okay. Wo hattest du die Steintafeln her? Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen gefunden. Ich konnte schon eine Menge davon an den Wassermagier in der Stadt verkaufen. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. Okay. Warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Okay. Bist du ein Bürger der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis. Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen. Aber das ist schon einige Monde her. Okay, Du hast die Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Sicher kann ich das. Okay, zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Aber dafür bekomme ich auch was von dir. Hilf mir.